Jo Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. In diesem Video werden wir uns auf jeden Fall komische Accounts angucken. Und Leute, lasst dafür gerne einen fetten Like da, abonniert gerne kostenlos den Kanal, das würde mich sehr, sehr supporten, Leute. Und auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange rum und wir starten auf jeden Fall mit dem Video, Leute. Und ja, auf jeden Fall, heute zeige ich euch, wie gesagt, die komischsten Accounts, die ich kenne auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall einfach mal direkt an. Erstmal gehen wir auf den besten Listen. Und zwar, wenn wir auf den besten Listen gehen, nicht auf global, auf global und dann bei Squeak gehen, dann können wir einfach mal was sehen. Und wenn wir auf Platz 23 global mit Squeak gehen und auf den Account klicken, können wir auf jeden Fall sehen, meiste Trophäe 29.000 und jetzt gerade hat er einfach nur noch 10.000. Und wenn wir uns ein bisschen seine Stats angucken, können wir schon sehen, dass es ein richtiger Schwitzer sozusagen ist. Aber das Ding ist, er hat einfach minus 19.000 gedroppt. Aber Leute, das war es noch nicht. Und zwar, wenn wir mal auf seine Brawler gehen, können wir auf jeden Fall sehen, Squeak ist gerade jetzt aktuell auf Rang 33 und Max war auf 35 und ist jetzt auf 400 Pokale. Und das gleiche ist auch bei dem anderen Brawlern so. Die waren ungefähr mindestens auf Rang 20 und der hat die einfach richtig hart gedroppt. Also, ich frage mich einfach nur, wieso macht man eigentlich sowas? Digga, Junge, schaut euch das einfach mal an, wie viel er Rang 35er er hatte und die er jetzt gedroppt hat. Alter, alleine schaut euch das mal an, wie er Colt gedroppt hat. Alter, Leute, Junge, ehrenlos. Aber Junge, der tiefste Brawler ist einfach Sprout, aber von Rang 35 ist es einfach Tara, Leute. Das ist auf jeden Fall wirklich ziemlich krass, Leute. Auf jeden Fall, dazu habe ich, glaube ich, auch mal ein YouTube-Video hochgeladen, aber auf jeden Fall, das Ganze musste ich einfach hier nochmal im Video reinnehmen. Auf jeden Fall, Leute, jetzt würde ich sagen, kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Account. Wenn wir jetzt auf jeden Fall diese ID hier, also diesen Clubkürzel, bei Club suchen schreiben, dann kommt uns hier auf jeden Fall ein Club angezeigt. Und Leute, ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange rum und wir klicken einfach mal auf den Club. So, Leute, was können wir auf jeden Fall sehen? Und zwar erstmal heißen diese ganzen Accounts fast alle gleich. Und Leute, auf jeden Fall die Hälfte von diesem Club hat Leon als Profilbild. Ich würde sagen, ja, wir klicken einfach mal auf die Accounts drauf. Und jetzt können wir sehen, dass er mit 500 Pokalen 47 Brawler hat. Das heißt, er hat alle Brawler. Und ich würde sagen, wir klicken jetzt hier einfach mal drauf. Er hat wirklich alle Brawler und er hat die sogar maxed. Er hat wirklich alle Brawler irgendwie maxed und er hat irgendwie mit 500 Pokalen alle Brawler gezogen. Wie ist das Ganze überhaupt möglich, Leute? Und ich glaube, das ist bei allen diesen Accounts so. Und zwar hat wirklich fast jeder Account, glaube ich, oder wirklich jeder Account aus diesem Club, hat jeden Brawler oder hat, keine Ahnung, alle Brawler maxed oder wie auch immer. Auf jeden Fall, hier können wir, wie gesagt, gerade sehen, dass er wirklich, also, dass fast alle Leute aus diesem Club, glaube ich, oder wie gesagt, wirklich fast alle, die in diesem Club sind, dass sie einfach mal irgendwie einen Max-Account haben und einfach alle Brawler mit 500 Pokalen. Aber ich würde sagen, wir klicken mal ganz unten und der hat 0 Trophäen, hat 0,3 gegen 30, gar nichts. Und er hat auch einfach alle Brawler. Digga, man würde einfach denken, das ist 0 Sprawl oder sowas, Alter. Junge, das ist auf jeden Fall wirklich ein krasser Club, Leute. Auf jeden Fall, ich glaube, man kann den sogar reinjoinen, auf jeden Fall, wie ich es gerade gesehen habe. So, Leute, auf jeden Fall sind wir jetzt bei einem YouTuber seinen Club reingegangen. Und ja, auf jeden Fall, Leute, wie wir schon auf jeden Fall bei dem wieder bei der Beschreibung sehen können, steht da einfach Home of the Best Player Bully. Und was? Wer ist überhaupt dieser Player Bully? Ich würde sagen, wir suchen einfach mal den Player Bully. Und oh, der ist ja ganz unten. Okay, dann würde ich sagen, klicken wir einfach mal auf seinem Profil. Oh mein Gott, Digga, wie? Leute, guckt euch das einfach mal an. Er hat Solo-Siege 0, Duo-Siege 0, meiste Trophäen hat er auch 0, aber 3 gegen 3 Siege hat er 725. Leute, wie ist sowas bitte möglich? Alter, Leute,
Ich glaube, ich weiß sogar, wie er das gemacht hat. Vielleicht hat er einfach die ganze Zeit nur Mapmaker gespielt und hat gewonnen. Das könnte auf jeden Fall wirklich so gewesen sein. Aber da hat auf jeden Fall, wie gesagt, auch nur Shelly. Er hat die sogar auch auf Power 1. Aber er hat einfach 3 gegen 3 Siege, 725. Auf jeden Fall, das ist auch schon wirklich, wirklich komisch, dieser Account. Auf jeden Fall, dass er einfach 725, ja, wie sollen wir es sagen, 3 gegen 3 Siege hat, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wie gesagt, Leute, wir kommen jetzt auf jeden Fall zum nächsten Account, Freunde. Und zwar, Leute, wenn wir auf global gehen und dann einfach mal bei Dynamike und wenn wir ein bisschen runter scrollen, können wir auf jeden Fall sehen, ist da ein Account namens Dynray. Und auf jeden Fall, ich würde sagen, wir klicken einfach mal auf den Account und wir können sehen, dass er 1252 Trophäen hat. Und ich würde sagen, wir klicken einfach mal auf seinen Account drauf und wir können das sehen. Er hat Dynamike auf 1252 und Shelly hat er auf 0 Trophäen und sonst hat er gar keine Brawler. Er hat einfach wirklich auf diesem Account irgendwie, ich glaube, er hat Dynamike durch den Brawl Pass oder so bekommen wegen dem Skin. Aber Digga, er hat nur mit Dynamike auf diesem Account gespielt und er hat den noch auf 1252 bekommen. Letztes Mal, das war sogar vor einer Woche, habe ich auf seinen Account geguckt, da war er noch auf Rang 33. Jetzt hat er das wirklich auf 1250 geschafft. Auf jeden Fall, Leute, das ist auf jeden Fall auch ein mega, mega wilder Account. Und jetzt können wir auf jeden Fall auch sehen, dass er nur 3 gegen 3 gespielt hat. Und Solo-Siege 0 und Duo-Sieger hat er auch 0. Und sonst hat er gar nichts gespielt. Auf jeden Fall, bei ihm können wir auf jeden Fall nur 3 gegen 3 Siege sehen, dass er da was gemacht hat. Und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall jetzt auch zum nächsten komischen Account, Freunde. So, Leute, auf jeden Fall, ich konnte leider nicht diesen Account finden und ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe gerade auch gemerkt, dass Clash Games lustigerweise diese Aufnahme auf jeden Fall hat. Auf jeden Fall, jetzt könnt ihr hier auf jeden Fall einen Clip von Clash Games sehen. Und das ist auch wirklich richtig krass, Leute. Und auf jeden Fall, wie gesagt, bei diesem Account habe ich mich von Clash Games inspirieren lassen. Und ich würde sagen, Leute, ich zeige euch auf jeden Fall jetzt die Aufnahme. Aufnahme, wie er in diesem Club hier noch drin ist. Passt mal auf, das ist der unterste Spieler. Er hat 31.000 Pokale, 13 Drivers, 3 Siege. Und jetzt passt mal auf, was er für einen Brawler hat. Ihr seht hier 42 von 46 Brawlern, erstmal alles ganz normal. Und jetzt scrollt er hier runter und... Hä? Digga, er hat einfach mal Jesse Rang 35 bei 0 Pokalen. Ihr wisst es ja, ich habe euch schon mal eine Erklärung dazu gegeben, dass es eine Möglichkeit gab, damals das Ganze mit einem Glitch zu machen. Aber es war nie bekannt, dass dieser Spieler das Ganze hier auch gemacht hat. Offiziell waren das damals nur zwei Leute, die das gemacht haben. Und es ist eigentlich nur möglich, einen Brawler auf 49 Pokale bzw. 48 Pokale zu droppen, wenn man das letzte Mal in Solo nochmal Zehnter wird. Und auf 0 Pokale ist es nicht möglich, einen Brawler zu bringen.